Flappert. Ist da noch ein. Ach nee, ist unser Luft. Hast du den Motor nicht ausgeschaltet von Luftkissenboot oder was? Das ist nicht dein Ernst. Es ist voll laut, das Ding, wa? Ja, mach mal Go. Ja, bin dabei. Den Wack. Na gut, machen wir mal. Reckern? Ach du Scheiße. Wenn der jetzt schon so groß ist und jetzt wahrscheinlich urweit. Was hab ich hier überhaupt für ein Sternvisier? Was ich irgendwie nicht verstehe ist. Ja, der greift uns. Der greift uns aktuell noch nicht an, aber ich denke mal, wenn er es tut, dann. Ach, der geht out. Ach du Scheiße. Was war denn das gerade? Hat der jetzt irgendwie so. Alter Schwede. Oh Gott, oh Gott. Wenn er dich. Hätte ich gerade nicht in deinen Schilden gestanden, wäre ich schon beim ersten Treffer tot gewesen. Oh fuck. Hast du? Bist du? Nein, bin ich nicht. Oh, ist recht. Schwede, das wird ja interessant, wa? Ja, fliegende Viecher sind vor allem immer besonders witzig, weil. Naja, die kann man so gut analysieren. Oha. Also der erste Feuerschuss, der von dem Vieh kam, da stand ich in deinen beiden Schilden von deinen beiden Geschützen drinne. Und ich habe mit 300 HP überlebt. Und es hat sich, wir haben doch mal rausgefunden, dass deine Geschütze doch relativ viel Schaden wegtanken. Boah, scheiße, ey. Das wird ja, nennen wir das mal interessant. Ja, warte, ich werfe auf... Verdammt, ich habe gar keine Granaten mehr. Ich wollte gerade auf meine... Ach, hey. Also halbtot ist es ja schon, aber irgendwie... Kannst du mich noch irgendwie bei der guten Gelegenheit? Oder bist du so weit weg? Ja, ich bin... Wollte eigentlich wieder auf den Hügel laufen, aber... Dank ist dir gewiss. Oh, oh. Klar, da ist da oben ist ja so viel Deckung. Macht ja Sinn. Und hier unten ist mehr Deckung, oder was? Außer das Vieh sich anscheinend regelt... Alter, das haben wir geschützt, die alle kaputt machen. Das ist ja mies, Alter. Ja, in Bewegung bleiben und jede dritte Kugel trifft. Ja, genau. Ich würde ja auch mit meinem Explosivgewehr schießen, aber das ist... Ich habe übrigens zwischendurch so ein SMG gefunden. Das macht nichts Besonderes an Schaden, aber das hat eine relativ hohe Feuerrate und macht an sich recht viel Schaden. Das ist eigentlich ganz geil. Oh. Bist du... Na bitte. Eine weise Entscheidung, Claptrap. Wahre Stärke kommt von innen. Oh Gott, das war so klasse. Ach, wollte ich doch gar nicht. So, okay, die Mission haben wir erledigt. Die müssen wir nicht die abgeben, weil ich habe keinen Bock da wieder. Ach, herrje. Ach, herrje, ich sehe gerade, wie viele Missionen wir hier noch machen können. Hat das Grotto? Naja, ich muss ja mal kurz gucken. Es hat sich ausgepinkelt. Wischt die Urin vor. Das kann ich. Finden die verlorene Quap-Einheit? Das könnte eigentlich interessant werden. Müssen wir dafür hinfahren? Aber wir brauchen auf jeden Fall das. Zum Boot! Oder zum Hoverquaff, also wie auch immer. Du weißt, was gemeint ist. Dum, 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 dum. Sieht vielleicht gefährlich aus, die Kiste. Also als könnte man da leicht irgendwie zwischen irgendwas reingeraten. Man hat es. Oh nein. Warte. Ah, der war kein Treffer. Einer ist dran. Ich glaube, drei Stück brauchen wir, dann gehen die sowieso von alleine kaputt und das wir was machen müssen. Das ist einfach nur lächerlich. Wie sie sich von alleine kaputt ziehen, einfach nur durch die Elektrokugeln. Oh. Ich glaube, hier. Hier ist schon wieder so ein doofes Dorf. Oh, und die haben Säurekugeln. Also prinzipiell sind die nicht so schlimm wie die Elektrokugel-Idioten. Aber die machen halt Schaden, wenn sie immer treffen. Guck mal, kannst du da oben ein paar Elektrokugeln? Ja. Kann ich. Ich glaube, das macht gegen die vier macht es echt Sinn, jetzt wirklich mal aus dem Fahrzeug zu ballern. Ich meine, ich treffe zwar nicht so viel und ich schieße ja eigentlich nur aus Alibi-Gründen. Ich habe so aussieht, das würde ich auch was machen, aber. Ja. 1A Waffe, sag ich mal. Brauche ich auch ein Boot. Ich warte eigentlich nur. Also irgendwie. Erst kommen die wilden Krieger, also die nicht so viel können. Also die halt, die Typen.
Und dann irgendwie nach der dritten Welle oder so kommen dann halt die Badass raus. Und dann sterben wir ja meistens. Das kennen wir ja schon. Mhm. Es ist wirklich lächerlich, wie leicht die von diesen Elektrohulen draufgehen. Mhm. Mal ohne Witz jetzt. Übrigens, bei der anderen Hütte, wo wir vorhin waren, da müssen wir trotzdem nochmal hoch. Ist mir so aufgefallen. Ist das schon eine Hütte? Da oben auf dem Haus, da liegt ein Tagebuch. Ja. Diese Tagebücher müssen wir bergen. Okay. Ich habe mich vorhin noch gewundert, was das für ein blaues Teil sein soll, was da ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, Köppel hatte ja vorhin was von der Tagebuch-Quest gesagt. Mhm. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, um nicht zu sagen, ein oder fuck. Rat mal, welche Badass-Wilden hier wieder da sind. Nein, oder? Boah, fuck, der Weg geht schon wieder sehr, ey. Also, langs der Badass-Wilde sind, kriege ich sie mit zweimal hoch den Tod. Renn mal bitte raus. Weil dann kriege ich sie auch ein bisschen besser. Weil du bist ja schon wieder fast tot hier. Ja, warte, ich werfe hier ein paar Granaten und dann. Kannst du mal. Jawohl. Ja. Was ist da oben? Wilder Triggerman, oh. Direkt an dein Auto steht ein Badass-Wilder. Oh, aber von mir will er nicht. Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich. Ich kann ja schneller schießen, wenn ich die Leute hochhebe. Ja. Mein Scharfschützengewehr hat gerade so schnell geschossen wie so ein Schnellfeuerknifte, weil das sowieso schon recht schnell ballert. Mit dem Bonus halt denn. Warte mal jetzt. Und was sind das, deine eigenen Elektrokugeln oder das Feindliche? Ja, das sind meine eigenen. Wenn ich zu sich dran bin, dann. Wie hast du das hingekriegt? Es gibt auch kein Ende hier, der Scheiß. Nö. Ich meine, das sind nur Triggermans, das sind ja nur die Pistolen oder Gewehrschützen, Dingsbums da. Komme ich ja nicht hoch. Wie geht das denn hier jetzt? Du hast doch noch Kontrolle von da hinten? Jo. Sehr gut. Ich hätte mir vielleicht mal Granaten kaufen sollen. Oh. Ich versuch mal durchzurennen hier. Durchrennen hat ja im Borderlands schon immer so gut geklappt. Ja, wunderbar. Dum. Ich habe einen Audiolog gefunden. Gott. Heute hat Handsome Jack zu mir gesprochen. Ich wurde in seine Turbo Mansion geschickt, um Iridium zu liefern. Und oh, der Klang seiner Stimme. Diese Weisheit, diese Schönheit. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagte. Irgendwas, dass er mich erwürgt, wenn ich ihn weiter so anmache. Aber. Ich bin der glücklichste Mensch auf Pandora. Bam. Du hast Spaß? Also prinzipiell sind wir jetzt fertig mit dem Dorf. Ich habe alles, was ich brauche. Ja? Irgendwo muss ich noch so ein Kraut rumrennen. Und hier gibt es verdammt viele Höhlen, wenn ich das richtig sehe. Ich denke mal, die müssen wir hier auch nochmal zu. Ach, so ein Priester ist hier noch, willst du mir sagen? Wahrscheinlich da an dem Wirbelsturm drinne. Ja. Aber die nehmen schon wieder Schaden. Sag mal, wie lange halten diese dummen. Aua! Ein Blitzmedizinbahn? Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Mann, Leute, ich komme. Na, warte, das kriegst du sogar selber hin, oder? Ja. Naja. Wenn ich meine Waffen. Alter Schwede, ich gehe aber drauf jetzt. Wenn ich meine Waffen im Vorfeld nachgeladen hätte, würde das. Nein, das ist ja. Oh, das ist lächerlich. Also hätte ich meine Waffen im Vorfeld nachgeladen, hätte ich es geschafft, aber so, eher nicht. Das ist schon wieder lächerlich, der. Im letzten Moment haut er ab mit seinem Zeug. Purer Hass! Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ah, du stehst wieder. Mhm, du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft, was ich nicht hingekriegt habe. Tja. So, wir sollen. Ach ja, da vorne lang. Also. Hier, da, hier unten. Zeug, Dings. Hier so irgendwas. Ach, eine Klepptop-Einheit sollen wir finden. Das könnte noch ganz spaßig werden. Auch wenn hier schon wieder zigtausend Wilde sind, die wahrscheinlich gleich wieder. Zu ganz tollen Wilden werden. Aber wenn die mal so bleiben würden, wie sie sind, einfach nur die normalen. Na, da. Guck mal, da geht schon wieder los. Fähiger Jäger, sieht da. Also, das sind die Infizierten. Oh, nein! Was ist denn das hier? Das sind auf jeden Fall die Medizinmänner. Mann, ey. Das sind auf jeden Fall. Du musst vielleicht als erstes auf die Medizinmänner. Ja, das sind auf jeden Fall die, die auch heilen. Also, ich stehe direkt vor ihnen. Ja, ich will es sehen, ja. Weil das Schlimmste an diesen Medizinmännern ist auch, ich kann die nicht hochheben. Also, wenn ich so hochhebe, dann sind die innerhalb von ein paar Sekunden wieder unten. Also, innerhalb einer oder so. Normalerweise hält das halt so 3-4 Sekunden. Da hätten wir übrigens noch einen Teufelsmedizinmann.
Oh, jetzt kann ich wieder nicht bewegen. Oh, nee. Weil ich meine, die normalen Viecher, da macht der Medizinmann nicht so viel aus, wenn er heilt. Aber bei den stärkeren, da schaffen wir es ja immer, die halb tot zu machen. Dann kann er das wieder machen, das mit den Haien. Und dann sind wir alle so gut wie tot. So, kann man den irgendwie ausweichen? Ja, jetzt stirbt du komischer. Oh, jetzt muss ich nachladen. Da. Ja, der ist hinüber. Mann, wovon denn jetzt schon wieder? Jetzt hat. Das ist typisch Borderlands. Ich bin am Boden, Gegner rennt weg. Das ist der Grund, warum ich dieses Spiel niemals alleine spielen könnte. 90% der Zeit würde ich mich aufregen. Genau, jetzt rennen die wieder weg. Das war hier in Guild Wars genauso. Also, das ist ein. Und dann, ja. Weil da. Da bin ich irgendwo einsam rumgelaufen mit einem Magier und dann auf einmal war ich tot und niemand war da, um mich wieder zu. Was ist das denn? Ja, ich hab's aus Versehen da ran also. Ich wollte den Ding eigentlich an den Kopf werfen, aber hat nicht so geklappt. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall ist das total doof, wenn niemand da ist, um dich wieder zu beleben, denn ist. Ja, dann kriegt er Anfälle. Das ist denn total doof. So, kommst du mal ran hier, Digga, oder was? Ja, ich beeile mich ja schon. Ich laufe. Nee, es ist. Oh. Nein. Was? Wir sollen den. Wir sollen den beschützen? Der Mann greift sich an. Mhm. Ich empfehle dir an dieser Stelle, erstmal alle Waffen nachzuladen. Mhm. Wenn man, können wir den nicht angreifen. Oh, wo will der hin? Alter, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst! Alter. Oh Mann. Gesundheitsvampir, yay. Achso, ich habe ja Granaten, die Leben entziehen. Sehr praktische Dinger sind das. An dem Skeg geht's anscheinend noch gut. Oh Gott. Oh, der hat ja aber Schwein, das. Das auf uns Kind Schaden nimmt. Oh. Hätte da ist nur so ein Kommunikationsmodul drin oder so. Wie lange würde das Viech eigentlich noch im Kreis rennen? Hui. Aber immerhin versuchen die nicht aktiv das Vieh zu hauen, sondern eher uns. Wer seid ihr denn hier alle? Oh, jetzt eine. Jetzt ein Maschinengewehr mit Feuerschaden, das wär's. Wohl eigentlich. Sie doch ganz schön hinterher, das Vieh zu hauen. Mhm. Aber das geht doch noch ganz gut aus, ja. Guck mal, teilweise können die Geschütz. Oh Gott, hier ist ein Blitzmedizinmann. Boah, bloß weg mit ihm. Boah. Oh, fuck. Ah, ich bin auch drauf. Er heilt sich! Das ist ich. Nein, den letzten Augenblick. Warte. Also diese Medizinmänner sind einfach nur lächerlich. Also er hat sich gerade schneller geheilt, als ich Schaden mit meiner Knifte machen konnte. Und ich stand vor ihm! Nee, doch jetzt, genau. Verwandel dich in einen. Verwandel dich in einen Wirbelsturm, der mich. Ja, das ist. Wir haben auch richtig. Ja, das, diese Medizinmänner sind einfach nur lächerlich. Lächerlich sind die! Hey, was ist das denn? Wer hat sich das denn ausgedacht? Er ist ja viel zu mächtig und wir sind eigentlich viel zu schwach, wahrscheinlich nicht daran, aber trotzdem. Ich meine, man kann die ja nicht mal, wenn die Medizinmänner wissen, relativ. Warte mal. Oh. Geil. Ja, ja. Aber ich bring mal ein paar Granaten in die Luft. Und der Blitzmedizinmann. Natürlich! Oh, sind die Imber? Das ist ja unglaublich. Der Blitzmedizinmann steht in der Mitte von allen Leichen. Und haut mich einfach nur um, weil er so eine Fähigkeit hat, aber nicht zielen. Guck, der muss nicht mal zielen. Oh, du stehst auf der falschen Seite. Du stehst auf der falschen Seite, du hättest hinter mir stehen müssen.
Weil der Blitzmedizinmann hat nämlich eine Fähigkeit, die dafür sorgt. Also er muss einfach nur seinen dummen Stab in der Nähe halten, denn wie diese Bäume am Anfang, wisst ihr noch? Und genauso kann er das auch. Du musst einfach nur in die Nähe rennen, der macht unglaubliche Mengen an Schaden. Kotzi ist schon halb tot, ja klasse. Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass wir dagegen nicht viel machen können. Wo bist du denn überhaupt? Oh, diesmal habe ich es nicht geschafft. Doch, diese Medizinmänner, was ich da. Der rennt da ja immer noch rum! Keine Sorge. Ja, ach, der Medizinmann haut ja auch hauptsächlich hier Dings. Ja. Denn das hier. Der ist einfach nur. Einfach. Natürlich! Oh, natürlich! Fuck, lächerlich, der Typ! Oh, jetzt sieht's gut aus. Vielleicht, wenn ich jetzt noch eine Granate drauf haue. Wenn man Abstand hält, geht's halt. Das hat nicht. Na, komm jetzt hier. Ja, bitte. Er ist ja tot. Ja, er schon, aber Alan. Also, die Miliz. Oh, na, jetzt geht das wieder los. Also die Blitzmedizinmänner zumindest, für die gilt es, die kriegt man halbwegs gut tot, wenn man sie ein bisschen Abstand hält von den Freunden. Ich hab hier so einen wilden Badass vor meiner Nase und... Ja, ich auch. Wir verstehen uns prächtig. Kann ich auch so sagen. Hast du keine Geschütze gerade einsatzbereit? Nee. Aber immerhin hauen die uns und nicht das... Ja, muss ich auch sagen. Ich will gleich Granate von wem. Ist das denn noch der letzte? Kann sein. Wie gesagt, wenn ich die hochhebe, dann nehmen die enorm viel mehr Schaden. Ich weiß gar nicht, ob ich was geskillt habe, dass die mehr Schaden nehmen, wenn die denn... Oder ob die einfach nur weniger Rüstung haben? Wenn ich so normal drauf schieße, das geht gar nicht. Kommt mal sowas von überhaupt kein... Eigentlich brauche ich gar nicht schießen, wenn ich sie nicht hoch... Wenn ich sie nicht in der Hand habe, das hat überhaupt keinen Sinn. Jetzt der Hundstopp, oh, da ist ja noch einer. Ja, ich bräuchte auch irgendwie mal Hilfe. Ja, warte. Das ist natürlich aus vielen Gründen schlecht. Weil gerade gegen die Viecher würde ich die Fähigkeit ja doch irgendwie lieber benutzen, um... Du lebst wieder. Oh nein, jetzt lass doch mal den Hund in Ruhe. Oh Gott. Ja, ich hab den eh jetzt gleich tot, ne? So, der eine ist da tot, ne? Jo. So, jetzt lebt ja, glaube ich, nur noch dieser eine hier. Oh, der Skeck, der humpelt schon. Der ist ja fast tot. Was ist das jetzt? Old Puke. Also er humpelt gerade rückwärts. Hoffentlich jetzt zurück zu seiner scheiß Höhle. Was kommt jetzt raus? Passt doch nicht mal ein Claptrap rein, oder? Nö. Oh, verdammt. Ältester Sumpf Alpha Sumpfskark? Ältester Alpha Sumpfskark. Ja, geil. Gehören da. Finde ich super, wie du auf gefährdete Lebensformen schießt. Wahrscheinlich bin ja, das teste ich hier als Freunde. Ja, ich sehe das. Das Problem ist mir vollkommen bewusst. Na, guck mal, der sieht ja so gut aus hier. Guck mal. Ja, es sind ja nur. Vomitus Sumpfskark? Es sind ja nur so eine Kumpen. Hundeviecher. Oha. Wir halten ja nicht so unglaublich. Hä? Oh, ich guck mal, was die nächste Mission ist, die wir hier haben. Sammel Datenrekord, das hat sich Urinpfützen. Finde ihn begib dich zur Abaddon. Ne, ist die Hauptmission. Es hat sich ausgepinkelt. Ja, andere Richtung. Da wo wir herkommen quasi. Yep. Ich glaube, ich müsste dann auch mal wieder Munition. Müsste ich Munition nachkaufen? Vor allem müsste ich mal die Waffen durchladen, die ich jetzt habe. Das Vieh, das humpelt ja immer noch hier durch die Gegend. Das hat mit dem ganzen Tag nichts anderes zu tun. Riastrat. Was ist das denn hier für eine Knifte? Aha.
für dieses Studien? Was sag ich dir, weil ich die Kiste her? Ich muss hier gerade mal. Ich guck gerade hier meine Waffen. Oh, Herr Schrotlin. Herr Schrotlin taucht ja auch nicht so richtig was. Nee, irgendwie guck mich das doch halt nicht so vom Hocker. Mir fehlt hier irgendwie noch die richtig gute. Oder Briefsterne. Verbracht 3 Schuss pro Schuss. Was ist das denn hier für eine Kiste? Ach, so ein Teil. Ah! Guck mal, was ich jetzt hab. Wo bist du überhaupt? Bist du da? Ach nee, du bist ja. Oh Gott, du bist ja schon ganz woanders. Warum bist du denn so weit weg? Haust du hier einfach ab? Sure. Nicht in Ordnung von dir. Yeah.